Die Hingabe an meinen göttlichen Sohn ist der Schritt, den ihr jetzt tun müsst. Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria an Lourdes de Maria am 22. Oktober 2023. Liebe Kinder meines Herzens. Kinder, wie sehr ich euch liebe, wie sehr ich euch liebe. Mein Ruf ist besonders. Ich wünsche, dass ein jeder sich selbst segnet, indem er sich des geistigen Moments bewusst ist, in dem er lebt. Auf diese Weise wird das Handeln und Tun einem wahren Kind meines göttlichen Sohnes entsprechen und gleichzeitig wird er seine Brüder segnen. NM 6, 24 bis 26, LK 6, 28. Kinder, die Einheit der Menschheit ist dringend notwendig, bevor es zu spät ist. Betet für die Unschuldigen auf der ganzen Welt, damit sie nicht gefoltert werden oder zur Kriegsbeute werden. Ihr werdet schockiert sein von der Gewalt derer, die sich außerhalb der Länder im Krieg befinden, die Menschheit leidet, wird angegriffen. Nehmt meinen Aufruf ernst, seid in den Tempeln wachsam, sie leiten Verfolgungen ohne Gnade ein. Der Krieg weitet sich aus und immer mehr Kinder fallen dem Bösen zum Opfer, weil sie den leichten Weg wählen, um nicht verfolgt zu werden. Nehmt ernst, was auch immer geschieht, sie fallen dem Ziel des Terrorismus überall auf der Erde zum Opfer. Seid vorsichtig und fahrt fort im Gebet und in der Wiedergutmachung, indem ihr den Glauben stärkt und euch mehr mit meinem göttlichen Sohn vereinigt. Kinder, der Himmel wird von einem Kometen erhellt, betet den heiligen Rosenkranz ohne zu ermüden. Ihr befindet euch in Momenten, die für die gesamte Menschheit von großer Bedeutung sind, es sind Momente der Erfüllung meiner Offenbarungen. Das Fehlverhalten der Kinder meines göttlichen Sohnes zieht den Schmerz an. Das Wasser erscheint plötzlich mit größerer Kraft und verursacht schwere Verwüstungen, die sie von einem Moment auf den anderen in Schrecken versetzen. Geliebte Kinder meines göttlichen Sohnes und meines unbefleckten Herzens, die Einheit mit meinem göttlichen Sohn ist unabdingbar, damit ihr den göttlichen Rufen gegenüber aufmerksamer bleibt. Seid Geschöpfe des Guten, haltet euch in einem Zustand der Gnade, dann wird der ständige göttliche Segen auf euch hier abregnen. Die Hingabe an meinen göttlichen Sohn ist der Schritt, den ihr jetzt tun müsst. Strebt weiter nach Begehrung und lebt in dem Bestreben, immer länger im Zustand der Gnade zu bleiben. Ich segne euch und beschütze euch, habt keine Angst, sondern bekehrt euch. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Körper in der Hölle vernichten kann. MT 10,28. Seid Geschöpfe des Guten, und diese Mutter wird euch an ihrer Hand halten. Kleine Kinder, fürchtet euch nicht, bin ich nicht hier, die ich eure Mutter bin. Ich segne euch, ich liebe euch. Mama Maria. AVI Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen. AVI Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen. AVI Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen. Kommentar von Lourdes de Maria. Brüder. Dieser Ruf der Gottesmutter zeigt uns die unendliche mütterliche Liebe zu uns, ihren Kindern. Sie warnt uns zu jeder Zeit, damit wir nicht unvorbereitet erwischt werden. Die Auswirkungen des Krieges breiten sich auf der ganzen Erde aus, wie uns unsere Mutter mitteilt. Seien wir umsichtig, bleiben wir aufmerksam auf diesen Ruf und denken wir in Dankbarkeit und Frieden darüber nach. Erinnern wir uns an die vorangegangenen Botschaften, die uns diesen Moment vorweggenommen haben. Unser Herr Jesus Christus. 20.10.2015. Der Antichrist ist in der Welt und untersucht das Szenario, in dem sich die Menschen bewegen, und erklärt, wie viel es braucht, damit das Chaos generalisiert wird und sein Erscheinen von meinem Volk als ein Akt der Erlösung inmitten des Leids aufgrund von Terrorismus, Krieg, Streit und Hungersnot aufgefasst wird, das ein Gespenst sein wird, das unter meinen Kindern vorbeizieht, den Menschen zur Verzweiflung bringt und ihn dazu bringt, wilder als ein Tier zu sein. Im Angesicht des Hungers ist der Mensch kein Mensch. Der Frieden, den die Menschen aushandeln, wird in Gewalt umgewandelt.
Israel wird unter dem Terrorismus leiden und eine übereilte Reaktion wird Leid anziehen. Unser Herr Jesus Christus. 30.04.2015. Ein Komet wird erscheinen, der die ganze Menschheit erschüttern wird. Ihr Menschen bleibt in euren Häusern. Haltet gesegnetes Wasser bereit, lasst in jedem Haus eine Bibel liegen und weiht in jedem Haus einen Platz, um einen kleinen Altar mit dem Bild meiner heiligen Mutter und einem Kruzifix aufzustellen und weiht das Haus meinem heiligen Willen, damit ich euch in den notwendigen Momenten beschützen kann. Die allerheiligste Jungfrau Maria. 31.03.2010. Nach dem Sturm kommt die Ruhe. Ich empfing sie am Fuße des Kreuzes, obwohl ich sie bereits in meinem Herzen getragen hatte, in jedem Schmerz, der mein Herz durchbohrte. Ich lebe, ich leide, ich opfere und leiste Fürbitte vor all den Leiden, die den großen Ereignissen, die über euch kommen werden, vorausgehen. Es ist kein Leiden, das keine Früchte trägt. Die Kirche wird triumphieren. Mein Sohn siegt und regiert. Mein Herz wird triumphieren, darauf bereite ich dich vor und führe dich. Ich komme als Mutter und Lehrerin. Die Dunkelheit bleibt nicht, sie wird immer vom Licht überwunden. Vereint euch, zerstreut euch nicht. Die Armee meines Sohnes muss geeint bleiben. Amen.